Zum Schluss eine kurze Zusammenfassung dieser Unterrichtseinheit. Wir haben gesehen, was ein Compiler ist. Er überführt ein Quell in ein Zielprogramm und überprüft dabei unter anderem, ob ein Programm bezogen auf eine bestimmte Programmiersprache syntaktisch korrekt ist. Syntaxdiagramme sind dabei Hilfsmittel, grafische Notationen zur Definition der Syntax einer Sprache, insbesondere einer Programmiersprache. Und eBNF kann alternativ eingesetzt werden zu Syntaxdiagrammen zur Definition der Syntax einer Programmiersprache. Hierbei handelt es sich allerdings um eine textuelle Notation.